Servus Leute, was geht? Ihr seid wieder auf dem Kanal gelandet bei Checker Notizen. Heute mit einem neuen Gesicht und zwar... Ich bin der Sama, hi. Was machen wir heute? Back to Glory. Er musste gerade auswendig lernen. Kurz nachdenken. Samas FIFA-Kenntnisse gehen denn über alle Horizonte. Der Profi. So Jungs, wo sind wir stehen geblieben bei der Back to Glory? Vierte Episode. Grüße gehen raus an Ehrenbruder Aris. Der hat uns nämlich den guten Nartey hier... Ehrenbruder VfB, natürlich gerade 2-1 gewonnen auf locker. Ehrenbruder Brun Larsen und Ehrenbruder Stuani erspielt. Und Kasanvirjo, genau, ja, genau den. Was natürlich unser Team direkt anders aussehen lässt. Hinzu kommt, wir haben 22 Packs vorbereitet. Da ist Division Rivals, dies und das. Das sind fast alle Schmutzpacks. Aber ich würde sagen, wir öffnen die jetzt einfach mal und nehmen euch mit, was dabei so rumkommt. Let's go. Leitic, let's go. Das war nix. Perfekt. Locatelli. Perfekt. Frankreich. Oh, Klaus. Der ist nicht mal so schlecht. Vielleicht für Zukunft kann man den mal gebrauchen. Nee. Serie D. Oh, der ist okay. Wirklich. Ronaldo. Ottavio. Sag mal. Gibt's nicht wirklich. So, es sind nur noch 5 Packs. Wir haben nicht einen einzigen 83er Spieler gezogen, oder? Oh, jetzt der erste! Let's go, let's go. Komm schon! Let's go! Nein! Oh! Ja, das ist jetzt ein 83 Plus Spieler. Das ist definitiv. Also ein Spieler nur drin und der ist 83 aus Brasilien, Argentinien oder Spanien. Okay, aus der Liga oder Nationalität? Nee, Nationalität. Okay. Ich will nicht Spanien. Okay. Let's go. Oh Mann. Oh Gott. Ja, natürlich ein 83er. Das ist auch gut. Es sind 3 garantierte goldene glänzende Spieler drin. Okay. Let's go. Spanien, Digga. Ich kann euch. Ah, oh, Lukas Vazquez ist doch okay, oder? Nochmal selbe Pack. Selbe Pack, okay. Hey, das gibt's nicht wirklich. Was ist denn das hier für ein Pack? Oh, der ist gut. Oh. Das ist gut, Rashford ist gut, Rashford ist gut. Let's go. Weißt du, und ein Inform. Ey, ohne Spaß. Jetzt weißt du, warum ich kein FIFA spiele. Schlager. Oh, Xaver Schlager ist bodenlos. Bitte, letztes Pack. Letztes Pack, komm. Pack. Das ist das höchste 1,83er war. Oh, ja. Oh. Schon wieder in Spanien, Mann. Oh, 86. Let's go. Also, den werde ich niemals spielen, aber... Egal, 86, let's go. Für SBCs, ja, zumindest zum Abschluss. Der war wichtig. Ein Pack konnten wir noch machen. Eine SBC, seltenes Goldpack. Ein garantierter Spieler mit 81 plus. Ich will Lichter sehen. Let's go. Oh. Ach, come on. Oh, Digga, schon wieder der. Also, das ist das Team, mit dem wir reinstarten. Hat sich leider jetzt gar nichts mehr verändert durch die Packs. Nur die Bank hat sich noch ein bisschen verändert. Stuani big, aber können wir nicht einbauen. Ich bin gespannt auf Lengfi Nartey, auf Brun Larsinho, Ehrenbruder. Und ich würde sagen, ohne Reden gehen wir jetzt direkt rein. So, wir spielen gegen Salemo, Alter. Mal gucken, was der für ein Team hat. Boah. Das ist auch nicht so krass. Der Tempo. Ah. Hofmann. Oh, was? Oh, oh. Oh, jetzt. Brun. Ah. Oh, Digga, was? Schade. Jawohl. Wichtig. Hofmann. Oh, was ein Ding. Was ein Tor. Jan Hofmann, Junge. Ist der Jan? Ich weiß nicht. Irgendwas mit J, glaube ich. Immer kurz. Jonas. Perfekt, Digga. Einfach alles falsch. Grüße gehen raus an Max, an den Dinger, an unseren Gladbach-Fan aus der Community. Der Gegner war immer noch nicht bei dir im Tor, oder? Also kein Tor. Ups.
Müller. Easy. Junge, Müller ist doch da. Die Wand. Oh nein. Oh, Müller. Oh ja. Was hat sein Keeper da gemacht? Digga, macht jetzt. Oh. Macht jetzt. Wie nicht. Oh. Wichtig, wichtig, stark. Jonas Hofmann ist es doch, Digga. Mit dem neuen Mann Stuani. Oh, der hat gut Pace. Oh, schade. Damit hätten wir mal Hallo sagen können. Jetzt läuft die Kontermaschinerie mit Rashford. Nochmal einen Spieler anwählen. Auf den langen Posten laufen. Oh, schade. Und Leimer! Und Leimer! Wichtig. Florian Müller. Der ist Linksfuß. Florian Müller. Wichtig. Im Tor der Episode. Wichtig. Wichtig. Stuani. Hinz FC 76. Okay. Oh. Der Algorithmus gerade zu was? Du hast 0-1 gewonnen. Der ist doch nervös. Der ist doch nervös. Ah. Digga. Nee. Oh, Bro. Brun Larsen jetzt aber. Oh, wichtig. Freudig, aber wichtig. Freudig, aber wichtig. Brun Larsen, ich brauch dich da. Ja, ja. Wichtig, wichtig. Der Querpass. Oh. 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 Als ob der gewitzelt, ohne Spaß. Let's go. Wollen wir so ein Rabona-Flänkchen einbauen? Ah. Oh, erster Schuss aufs Tor. Direkt drin. Ja, Müller, danke. Als Mbappé, ja. Ja. Boah, er jubelt. Er hat Mbappé in Form, Bro. Der kostet 2,4 Millionen. Und verliert gegen dich 6-1. Und den hat er auf Bank gehabt. Der muss sich doch safe für Apple drüber. Oh. Mit Hacke. Oh mein Gott. Wie nennt man die Skorpion, oder? Ja. Aber auch hier, GGs gehen raus. Dass man da zu Ende spielt, hat schon noch Respekt verdient, Bro. Guck mal, er hat sich das gegönnt, Bro. 30-1 Schüsse, Bro. Oh, sind wir in Liga 7. Immer noch flawless unterwegs. So, ein Game machen wir noch. Letzte Game der Episode. Nächste Episode wird wieder mehr gespielt. Nur diesmal hatten wir ja ziemlich viele Packs. Und ja, wir wollen natürlich mit einem dritten Sieg uns verabschieden aus der Episode. Schauen wir mal, was der Gegner für ein Team hat. Oh nein. Oh. Mit Haaland und so. Kann er jetzt kommen schon. Oh. Digga. Einfach mal abseits die ganze Zeit, hä? Oh, das kommt. Oh, ich glaube, er hat keine Lust mehr. Ja. Obwohl gut war. Egal, ich würde aber dann gehen wir nochmal in ein Spiel rein, würde ich sagen, oder? Damit können wir uns verabschieden. Nee. Das ist jetzt auch geil. Okay. Oh, 98. Oh, was ist das? Naja, er spielt nicht. Ja, wir können halt nicht quitten, ne? Nee. Ja, super. Oh. Ah. Aber A-Team. Hä? Ja, der Sieg gegönnt. Dann machen wir noch ein Spiel, oder? Wildes Logo. Gutes Team. Boah.
Hofmann? Ehrenbruder Hofmann. Let's go. Ehrenbruder Hofmann. Brun Larsen, Junge. Let's go. Danke dir, Ares. Oh. Nartey. Oh, ich glaube, er geht auch. Die GGs gehen raus. Zwei Siege, dann sind wir Liga 6. Ich wollte gerade sagen, es geht schnell. Aha. Aha. Oh. Oh. Die gehen vor allem zu zweit da drauf. Dieser andere Trick. Hofmann, Digga. Ah. Jawohl. Wichtig. Auch mal einen Abpraller mitnehmen. War es nicht sogar Nate? Ja. Ja, Wolovic, Alter. Dem gönn ich's. Wieder mit Florian Müller. Oh, Mann. Let's go. Florian. Jetzt kann ich eigentlich diese zwei Siege, weil dann kriege ich am Donnerstag wieder Rewards noch voll machen. Also bekommt ihr doch die geballte Ladung heute. Die geballte Ladung. XXL. Okay. Ist auch gut. Ja, vielleicht können wir ihn auch zum Quit zwingen. Überreden. Let's go. Vielleicht können wir ihn zum Quit überreden. Bester Mann. Und du bist 2 Meter. Oh. Oh, let's go. Rollen. Ah, nee, Hofmann. Hey, wo läuft der hin? Oh Gott. Das tut ja schon weh, Digga. Aua. Oh. mit dem Fake-Shot. Ich hab Nicolas Nate hier, zack. Oh! Eigentor noch, oder was? Nee, das war schon Hofmann. Stark. Hey. Was? Keiner bleibt. Krass. Oh. Jonas Hofmann, Alter. Der gibt's nicht mehr, Bruder. Das ist Duani. Das ist Duani. Rollen. Fuck. Jetzt ist wieder 9-1. Powershot. Wir sind 10-1 geschafft. Nochmal ein Latten nach unten. Let's go. Division 6. Mit Real Madrid war Pünn. Wichtig und richtig, Brun Larsen. Rollen. Stark. Hofmann? Wenn du den jetzt machst. Ach, Scheiße. Flo Müller fast auf Vorlage. Aber das war einfach ein Schuss. Das war keine Flanke für den. Egal, Tor. Stark. Hä? Elfmeter. Du wurdest von deinem eigenen Typen gefault. Nein, das war schon der. Ja, drüber. Lohme noch. Oh, er hält ihn. Oh. Das ist so OP, Alter. Das ist so OP. Das tut mir schon fast leid, das ist ja schon Disrespect so. Aber ich mach's ja nur aus Spaß mäßig. Ich mach's ja nicht aus. Ist Disrespect. Ich mach's ja nicht aus, guck mal, wie scheiße du bist, sondern ja. Guck mal, ich will Content haben für. Für YouTube. Stark. Haben wir doch noch die 8 Siege
gemeinsam vollgepumpt. Also Jungs, für die Episode 5 haben wir schon mal 11 Packs vorbereitet. Die werden wir jetzt nicht mehr öffnen, sondern in der Episode 5. Das sind alles, haben wir gerade durch Rewards und Aufgaben bekommen. Zusätzlich kommt dazu noch dann die Rivals-Belohnungen, die wir natürlich wieder untrade nehmen. Das erwartet euch alles in der Episode 5. Und mit diesem Team verabschieden wir uns jetzt final. Wir haben noch Le Dongjun mit 4 Sterne Skills, 5 Weakfoot aus diesem Pass bekommen. Der sieht echt nice aus. Bundesliga-Squad so ein bisschen. Hier mit 3 Bundesliga-Special-Cards. Und dann haben wir jetzt Rolden, Ehrenbruder Roldinho, auf der Bench zusammen mit Stuani und Gyasi. Der wird auch ein mieser Sub sein. Haben wir heute das ein oder andere Mal dagegen gespielt, gefühlt. Ja, oft. Aber Touré muss auf jeden Fall im Sturm bleiben. Der Mann mit seinen 2,04 Meter ist Ehrenbruder. Ja, als nächstes muss auf jeden Fall dieser Hofmann weg. Der ist ein bisschen über seinem Zenit in dem Team, aber da kann man sehen lassen. Ich bin gespannt, was das Team in der Weekend League machen wird. Schaltet wieder ein. Wir sind raus. Tschüss.